Gut, also wer den vorherigen Vortrag gehört hat, der weiß, dass es da ein paar Configuration Management Tools vorgestellt wurden, Puppet, Ansible und SaltStack. Und der wurde von meinem Kollegen Jonas gehalten und ich gehe jetzt auf eines dieser Configuration Management Tools näher drauf ein, und zwar Ansible. Kurz zu mir. Ich bin genau wie der Jonas, der Speaker von vorhin, Consultant bei der Artix AG, beschäftige mich da hauptsächlich mit Ansible, mit SaltStack, mit Apache Kafka und dem Foreman-Projekt, von dem wir hier auch einen Stand haben. Wir geben dort Ansible-Schulungen und wir kontributieren ziemlich viel zu dem Foreman-Projekt auf GitHub und sind da teilweise Main Contributor bei einigen Repositories. Meine kurze Übersicht, was Ansible eigentlich ist, für die, die gerade eben nicht da waren. Also, es ist ein Konfigurationsmanagement- und Orchestrierungstool. Es ist im Gegensatz zu anderen Lösungen basiert rein auf SSH. Es gibt dort kein Master und keinen Client, der irgendwo installiert werden muss, sondern es läuft eben alles über SSH. Und als einzige technische Voraussetzung ist ein installiertes Python und eben funktionierende SSH-Verbindung auf den Nodes, die man bespielen möchte. Es verfolgt das Konzept der Idempotenz. Also das heißt, dass egal wie oft ich jetzt Ansible aufrufe und auf einem Server ausführe, das Ergebnis ist immer dasselbe, weil einfach immer nur der finale Zustand beschrieben wird. Es wird, wie vieles andere in dieser Welt, mittlerweile in YAML geschrieben. Das ist eine für den Menschen relativ einfach lesbare Markup-Language. Und weil es unten drunter ziemlich viel, also hauptsächlich auf Python basiert, wird dort auch als Templating-Sprache Jinja 2 verwendet, was eben hauptsächlich auch für Python verwendet wird. Und ich möchte euch jetzt in diesem Vortrag ein paar Tricks vorstellen, die so ein bisschen über das grundlegende Feature-Set von Ansible hinausgehen, mit einer Demo dazu. Als erstes, vielleicht kennen es einige, es gibt das Kommando Ansible Pull. Das kann man als Parameter ein Versionskontrollsystem, Repository angeben, in der Regel Git. Und in diesem Repository liegen Rollen drin und Playbooks, und man kann dann auch ein Playbook angeben, das wird dann ausgeführt. Wenn man das jetzt zum Beispiel kombiniert mit einem Cronjob, der alle 30 Minuten abläuft, dann könnte man drauf kommen, dass da so ähnlich funktioniert wie zum Beispiel bei Puppet, wo ja auch alle 30 Minuten was ausgeführt wird. Kann ich gleich mal zeigen. Also wir haben hier ein Playbook. Ich teste das alles bei mir lokal hier. Und da wird das Cron-Modul aufgerufen, dass ein Cron-Job installiert wird, der als Kommando diesen Ansible-Pull-Befehl hat, wo ein Git Repository angegeben ist, wo ein Playbook drin liegt, und es wird auf Localhost ausgeführt. Und zu Testzwecken, damit wir es jetzt hier sehen können, wird das alle 2 Minuten ausgeführt. Wir können uns dieses Repository mal anschauen. Da liegt ein einziges Playbook drin, das in ein temporäres Verzeichnis, am Schluss einfach die aktuelle Uhrzeit der Ausführung hineindrückt. Im Moment ist es leer, also das File gibt es nicht. Wir müssen jetzt mal ausführen. Dann ist hier was passiert. Wir können es uns nochmal angucken im Cron-Tab. Und da sehen wir,
dieser Befehl ist hinterlegt und können in 2 Minuten mal gucken, ob sich da wirklich was getan hat. Als nächstes, es gibt in Ansible, also Ansible, wenn man das normal bei sich ausführt, dann wird ein... Okay. Das haben wir gehabt. Ah, okay. Gut. Okay, also wenn man jetzt Ansible Playbook bei sich normal ausführt, dann kriegt man so eine Ausgabe, was da gerade passiert ist. Und wenn man sich irgendwelche Variablen ausdrucken druckt, dann werden die da auch einfach auf die Kommandozeile gedruckt. Aber für diese Ausgabe, das ist auch nur ein Plugin. Man kann da andere Plugins verwenden, dass diese Ausgabe eben nicht mehr ein menschenlesbares Format ist, sondern zum Beispiel, dass es in einem JUnit-Test-Case-File ausgedruckt wird, das dann so aussieht, wie als wäre ein JUnit-Test gelaufen. Und das kann man dann wiederum verwenden, wenn man das alles automatisiert, zum Beispiel in einem Jenkins verwendet, dass dann dieses Result-File vom Jenkins gelesen wird und dann schön visualisiert wird. Und dann kann man sehen, dann wird es auch grün angezeigt, wenn es durchgelaufen ist, und rot und gelb, wenn es irgendwie nicht so optimal durchgelaufen ist. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Genau, da muss man eine Änderung in seiner Ansible-Config machen. Genau, hier kann man dann angeben, in was man das ausgedruckt haben möchte. Ja, genau. Und man muss, wenn man das ausführt, noch in einer Umgebungsvariable angeben, wo man denn dieses File gerne hinhaben möchte. In unserem Fall setzen wir es einfach mal ins aktuelle Verzeichnis rein. Jetzt führen wir dieses Skript mal aus. Das ist das Skript, können wir uns mal kurz anschauen. Es druckt einfach nur ein Hello World aus. Und jetzt sollte eigentlich... Interessant. Ja, warte. Besser funktioniert. Zwischenzeit können wir mal gucken, ob unser Crontab-Modul irgendwas getan hat.
Ah, richtig. Ja, genau hier. Sieht dann so aus. Ich kann es jetzt nicht lesen, Jenkins aber schon. Aber es sieht ganz gut aus mit Errors ist gleich 0. Gut. Ich befürchte fast, dieser Ansible Pull Run hat nicht funktioniert, weil dieses GitHub in einem Verzeichnis, in einem Ort ist, wo ich es nicht ohne VPN erreichen kann. Gut. Was habe ich jetzt gemacht? Gut. Als nächstes, es gibt in Ansible den Befehl omit. Wenn man den, wenn man einen Task hat und dort einen Wert einsetzt und halt dann geschweifte Klammer auf, omit, Klammer zu, macht, also reinschreibt, dann ist es für das Modul so, dass es denkt, dass dort dieser Wert überhaupt nicht gesetzt wird. Das, wenn man es einfach nur so hinschreibt, bringt es jetzt nicht so viel. Aber man kann es jetzt zum Beispiel benutzen, wenn man einen Tasks-File hat, wo einfach nur ein Task drin steht. Und man hat in diesem Tasks-File auch noch für den Task verschiedene Variablen definiert, die dann zum Beispiel genau, also man hat hier so einen Tasks, man hat hier einen Tasks-File, dort fügt man eine Variable ein und diese Variable definiert man hier auch gleich mit einem Wert. Und jetzt haben wir hier ein schönes Playbook. Das inkludiert diesen Task und wir können es jetzt mal wir können es jetzt mal ausführen. Dann wird zuerst die Variable genommen, die in diesem Tasks-File definiert wurde. Also das hier unten. Und im zweiten Durchlauf haben wir hier die Variable überschrieben mit dem Wert omit. Und wie vielleicht einige wissen, wenn beim Debug-Task kein Wert hier gesetzt wird, also keine Message und auch keine Variable, dann wird einfach immer Hello World ausgedruckt und genauso war es auch hier. Diese Variable wurde also zurückgesetzt einfach, sodass hier dann auch nichts mehr drin stand und entsprechend wurde Hello World ausgedruckt. Das kann man vor allem dafür verwenden, wenn man einen Task mehrfach aufruft. Wir benutzen es zum Beispiel bei den Formen Ansible Modules. Das sind Module, um mit dem Formen zu sprechen. Wenn man dort einen Task mehrfach aufrufen möchte, dass man sich dann eben in diesem Tasks-File Variablen definiert und sie dann über die einzelnen Aufrufe einfach nur die einzelnen Variablen ändert und nicht jedes Mal alle Werte neu einsetzen muss. Also das sehe ich, kann das mal kurz zeigen. Wir haben hier ein Tasks-File, das heißt Installation Medium. Hier wird dieses Modul aufgerufen mit vorher definiert, also und hier
die einzelnen Parameter, die wir hier als Variable hinterlegt haben, die, also diese Credentials hier, die sind woanders definiert, aber zum Beispiel hier der Installation Medium Name und die Location und das ganze Zeug, das ist alles hier hinterlegt. Und wenn ich das jetzt aufrufe, das passiert in diesem Task, der wird einfach hier dieser Task, den wir gerade eben gesehen haben, included. Und zum Beispiel hier wird ein Wert überschrieben. Und da kann man dann zum Beispiel auch einfach omit reinschreiben, dass man das nicht haben möchte in dem Fall, dass der nicht gesetzt wird, auch wenn man bei allen anderen Fällen gesetzt haben will. Genau. Dann bei Ansel gibt es ja Tags, damit, die kann man an verschiedene, an seine Tasks dranhängen. Und wenn man dann Ansible Playbook aufruft, werden, wenn man Tags gesetzt hat auf diesem Ansible Playbook-Ruf, nur die Tasks ausgeführt, wo auch diese Tags gesetzt sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben ja gerade eben einen Task included, also eine andere Datei, wo Tasks drin hinterlegt waren. Und in dieser Datei mehrere Tasks drin sind, die unterschiedliche Tags drin haben und man dann nur Teilmengen aus diesem importierten, oder diesem inkludierten File verwenden will, dann kann man das mit dieser Include-Tasks-Methode machen. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Also wir haben hier ein Playbook, das einmal included ist, ein Task-Datei, und einmal importiert das. Und beide Mal ruft es die mit dem Tag 1 auf. Diese sind relativ unspektakulär, also da wird auch einfach nur Debug aufgerufen. Und die haben unterschiedliche Tags, einmal die importierende Methode hat, ja. Kann man Tag auch in Playbook setzen? Also mit einem Setfact-ähnlichen Mechanismus? Oder muss ich eben beim Aufruf auf eine Kommandozeile von Playbook mit annehmen? Du kannst sie hier setzen, indem du sie inkludierst. Also, was ich meine, ist dynamisch beim Playbook-Aufruf zu entscheiden. Ich habe eine Flag-Datei zum Beispiel, dass ich etwas schon bereits installiert habe. Nee, das würde. When, Register und Stat könnte ich einen Mechanismus bauen, dass ich mich immer wieder neu installiere, um die Identität. Auf die Frage bin ich auch schon mal gestoßen, ob man die abfragen kann. Aber wenn ich Tag mache, ist das natürlich viel einfacher und eleganter zu schreiben. Ja. Minus installed. Ja. Gibt es eine Methode, dynamisch ganz oben einen Tag zu setzen, innerhalb des Playbook-Laufes? Ich habe. Also man kann, wenn man Rollen importiert, kann man Tags setzen, aber bei einem Playbook-Aufruf oben nicht. Okay. Und man kann die auch leider, also es gibt ja diese Ansible Facts und die Tags sind leider kein Teil dieser Ansible Facts. Das bin ich auch schon drauf gestoßen. Und ach so. Ja, es ging darum, ob man Tags auch innerhalb, also während des Playbook-Aufrufes nochmal setzen kann. Und das geht leider nicht. Danke. Genau. Und hier wird jetzt ein Task-Datei importiert. Die sieht genauso aus, auch mit verschiedenen Tags hinten dran. Und wenn ich jetzt das mal ausführe. Wenn ich dort Tag 1 anführe, dann werden
die inkludierten Tasks, da wird dann überprüft bei den Einzelnen, ob der gesetzt wird, ob der gesetzt ist oder nicht. Also was hier dran steht. Und in dem Fall, wir haben es mit Tag 1 aufgerufen und dieser Task hat nur einen Tag 2, deswegen wird es nicht aufgerufen. Wo? Bei imported, ja, richtig. Bei included, also bei import zählt tatsächlich nur das, was bei der import, die Tags, die bei der Import-Methode dran stehen. Da ist es wurscht, was drin steht. Aber wenn es include, also es wird halt einfach bei include wird es dann zur Laufzeit überprüft, was in dieser Datei drin steht. Da wird überprüft, ob hier der Tag 1 gesetzt ist bei der Methode. Ja, ist er. Das heißt, es wird hier oben ausgedruckt, wird hier geguckt, ob der Tag 1 gesetzt ist. Ist er nicht, wird nicht ausgeführt. Richtig, weil es imported einfach statisch gerendert wird. Und darum wird der Tag 1 von der Main-Label nicht. Richtig, ja. Genau. Und das Include guckt eben das dann zur Laufzeit an. Richtig. Gut. Ja? Eine Frage zum Include. Wo ist der Unterschied zwischen dem normalen Include und dem Include Task? Das Include. Ob es einen Unterschied gibt zwischen dem Include-Modul und dem Include-Tasks-Modul? Ja, gibt es. Das Include-Tasks ist einfach neuer und das Include ist deprecated mittlerweile. Einfach nicht mehr empfohlen. Noch eine Frage, über welche Version von Ansible sprechen wir denn gerade? Über welche Version von Ansible wir reden? Ich verwende Ansible 2.6. Und also das Include Deprecated ist schon eine Weile her, dass das davon abgeraten wird. Also bestimmt schon 2.2 oder so. Ich kann es auch gerne mal nachgucken. Richtig, aber im Grunde, also die alten Import- und Include-Methoden, die haben gleich funktioniert wie diese Include-Tasks und Import-Tasks, dass das eine eben statisch gerendert wird und das andere zur Laufzeit dynamisch. Genau. Man kennt vielleicht aus anderen Programmiersprachen diese SIP-Methode. Das ist, wenn man zwei Listen hat und man die kombinieren möchte, dass man dann wie so ein Reißverschluss die ersten Elemente von beiden Listen nimmt und dann zusammentut in einen Tupel und dann die zweiten Elemente der beiden zusammenführt. Und das gibt es in Ansible auch. Und da gibt es noch einen Sonderfall, die SIP-Longest-Methode. Da kann man auch eben zwei Listen zusammenführen. Die müssen nicht zwingend, es müssen nicht zwingend zwei Listen sein, es können auch drei sein. Und vor allem, sie müssen nicht gleich lang sein. Und da kann man dann zusätzlich auch noch, falls diese Listen ungleichmäßig lang sind, so einen Platzhalter einsetzen, der einfach hergenommen wird, wenn die eine Liste schon zu Ende ist, während die andere noch Elemente dafür hat. Und das kann man zum Beispiel dafür verwenden. Hier haben wir ein paar Listen. Einmal eine mit drei Elementen, eine mit vier, mit fünf. Wir müssen mal ausführen.
Bei dem ersten werden einfach nur die ersten beiden Listen zusammengesippt, die man schon kennt. Und dort, wo es dann, wo die eine zu Ende ist, wird mit einem, mit diesem Fill-Value, den man hier setzt, das einfach gepaddet. Hier sehen wir das, wie das aussieht, wenn man es mit drei Listen macht, dass man halt dann hier Elemente von dieser Liste einfach zusammenstopft. Und da kann man auch wieder einen Fill-Value ansetzen, der auch mehrfach verwendet werden kann. Also wenn jetzt die eine Liste länger ist als die anderen beiden zusammen. Richtig. Und man kann auch nur eine Liste angeben, wie hier in dem Fall diese Provider-Liste, und dann als Fill-Value irgendwas hinsetzen. Das kann man jetzt zum Beispiel dafür verwenden, wenn man in Ansible über so ein, es gibt ja nicht für alles Module leider, wenn man sich da irgendwie so ein paar Strings zusammen konkatenieren möchte. In dem Fall sieht es hier sehr ähnlich aus wie Parameter, die einem Kommandozeilenprogramm einfach übergeben werden sollen mit dieser Minus-Minus-Syntax. Und wenn es vorher eine längere String ist, also in dem Fall Enable Compute, das ist so ein Teil von dem Formener Installer. Und wenn man dort viele verschiedene Provider hat und dann nicht immer das schreiben möchte, dann kann man sich dann hier so ein String damit zusammenbauen, indem man einfach nur eine Liste übergibt und den Rest einfach dann auffüllt, sodass dann das hier jedes Mal eingesetzt wird. Gut. Dann auch nochmal so ein Trick, wenn man jetzt ein Dictionary hat, also wenn man irgendwie Konfigurationsfiles für viele verschiedene zum Beispiel Microservices hat und die immer gleich aufgebaut sind und die sich eigentlich fast alle identisch konfiguriert sind, also dass man sagen kann, dass man irgendwie eine gewisse Standardkonfiguration hat und nur in Ausnahmefällen irgendwie das notieren möchte und eigentlich sonst als Fallback immer eine gewisse Datei oder eine gewisse Struktur haben möchte, dann gibt es dafür auch eine Lösung in Ansible. Also wenn man hier jetzt so eine Default-Konfiguration hat und dann seine Microservices hier definiert. Bei Default-Konfigurationen sind halt so Sachen, die standardmäßig einfach so sein sollen, dass immer der 64 MB RAM hat und dass so ein paar Parameter einfach gesetzt sind. Und halt hier dann man nur die Sachen notieren möchte, die wirklich pro, in dem Fall Microservices, individuell sind, zum Beispiel der Image-Name, also der Image und der Name von dem Service, und dass man dann am Schluss irgendwie so eine Liste hat, dass man dann am Schluss auch wieder so ein Dictionary hat, also eine Liste mit Dictionaries, wo halt hier das alles aufgefüllt wird, also wo hier kein Pull und kein Memory gesetzt wird, dass es eben dann eingefüllt wird mit diesen Standardwerten dort oben. Das wird hier über so ein bisschen umfangreichere Ginger-Magie zusammengewurstelt, sodass dann am Schluss das so aussieht, dass hier diese Standardwerte von oben übernommen werden, Pull und State, und der Rest aus diesen Konfigurationen übernommen wird. Also hier zum Beispiel der Kernel Memory wird ja auch hier oben gesetzt,
Aber hier unten wird er überschrieben und entsprechend ist er halt hier auch auf diesen Custom-Wert gesetzt. Und nicht wie hier auf den Default-Wert. Gut. Und das ist ja auch nochmal so ein kleiner Sonderfall als nächstes. Wenn man irgendwie eine Liste hat, die hier Provisioning Templates in dem Fall Operating Systems zuweist und man es eigentlich andersrum haben möchte, dass man die Provisioning Templates, dass man die Betriebssysteme den Provisioning Templates zusortiert, also dass es hier einfach dieser Key hier oben ist und der da unten, dass es dann eben so aussieht, dass man dann abfragen kann, welche Provisioning Templates in welchem Betriebssystem, also welches Provisioning Template in welchem Betriebssystem verwendet wird und nicht welches Betriebssystem welche Provisioning Templates verwendet. Da gibt es auch Möglichkeiten, das in Ansible zu lösen. Hier wird es vorher definiert mit so ein paar Testdaten. Dann hier auch wieder über so einen bisschen aufwendigeren setFact-Befehl zurechtgebogen. Hat man am Schluss nicht mehr nach Operating-System sortiert, sondern schön nach seinen eigenen Provisioning Template dieses ganze, diese Liste sortiert. Richtig. Es ist auch nichts, was man jeden Tag benutzt, aber wenn man das mal brauchen sollte, ist gut zu wissen, dass man, dass sowas möglich ist. Genau. Das war es jetzt erstmal soweit. Gibt es Fragen? Ja. Gibt es die Beispiele irgendwie in GitHub? Weil das war jetzt relativ schnell gezeigt, weil die Filter sind doch etwas länglich gewesen, um sie jetzt mal eben kurz mitzuschreiben. Ich kann sie gerne auf GitHub stellen. Noch sind sie nicht dort, aber... Das wäre sehr nett, danke. Okay.